Es gibt heftige News im Monte Snipska-Fall. Snipskas Ex-Freund Berki hat sich nämlich in einem wirklich krassen Statement zu Wort gemeldet und heftige Anschuldigungen gegen Monte und Snipska rausgehauen. Für alle, die es überhaupt nicht mitbekommen haben, ganz kurz zusammengefasst. Monte soll angeblich Snipska mit 17 Jahren von ihrem ehemaligen Freund Berki ausgespannt haben. Monte und Snipska haben das allerdings die ganze Zeit totgeschwiegen. Snipska hat jetzt tatsächlich aber bestimmte Statements rausgehauen auf Twitter und Twitch. Und ihren Ex-Freund dabei wirklich heftig beschuldigt. Was Berki jetzt geantwortet hat, zeige ich euch in diesem Video und ordne es direkt für euch ein. Und glaub mir, was er am Ende gesagt hat, geht wirklich unfassbar viel zu weit und Monte wird ihn sehr wahrscheinlich dafür in Grund und Boden verklagen. Wenn euch das Ganze hier gefällt, würde ich mich wirklich unfassbar freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert und ein Like da lasst. Vielen Dank. Wir fangen an mit dem ersten Punkt. Sie meint ja, ich habe ihr Steine in den Weg gelegt, ich küsse dein Herz, ich habe damals sogar extra bei Loopboy Keyboards, Maus, Facecam, alles mögliche geschenkt bekommen, habe es ihr weitergeschenkt. Ich habe einfach gesagt, dass meins so kaputt ist, habe es ihr weitergegeben, war alles fein. Ich habe sie immer supportet, ich habe sie immer gehostet, ich habe sie connected mit Influencern und da irgendwie Steine in den Weg zu legen oder mir das vorzuwerfen, dass ich Steine in den Weg gelegt habe, nur weil sie mit Monte schreibt, ist ein bisschen falsch. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich realistisch und klingt nicht mal wirklich nach Steinen in den Weg legen. Man muss allerdings auch dazu sagen, nur weil er sie irgendwie in manchen Punkten auch supportet hat, kann er ihr trotzdem in anderen Punkten Steine in den Weg gelegt haben. Also das eine schließt das andere zwangsläufig überhaupt nicht aus und hier müssten wir einfach nochmal von Alena bzw. Snipska hören, was sie denn genau meint. Gehen wir zum zweiten Punkt ein. Ich bin vor ihrem Haus gespawnt. Also ich weiß nicht, über welchen Ex-Freund sie redet, aber ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, dass ich irgendwie vor ihrem Haus gespawnt bin. Ich meine, sie wohnt 3 Stunden von mir entfernt. Ich wohne in Stuttgart, sie wohnt in Bonn. Ja, nee, ich küsse dein Herz. Wie soll ich einfach vor ihrer Haustür spawnen? Das Einzige, woran ich mich daran erinnern kann, ich habe jetzt auch mit ihr im Nachhinein geredet, was sie damit meinte, war... Und das ist so lachkick, Bruder. Ich bin zu ihrer Schule gegangen, um sie zu überraschen mit Rosen und Red Bull, Bruder. Und sie hat gesagt, dass sie dadurch irgendwie schockiert war, weil ich vor ihrer Haustür gespawnt bin. Ja, ne. Ich bin einfach hingegangen, Bro, auf cool so. Das war auch kein Streit oder sonst was. Wir haben den Tag dazu mal verbracht. Und ich kann auch dadurch Beweise dafür, das kann ich auch einblenden. Ich wurde von Loopboy gebucht zu dem Zeitpunkt, weil mein Kollege aus Bonn, der wohnt direkt bei ihr, wurde bei uns gesigned, also unter Vertrag genommen, bei uns im E-Sports-Team. Und ich habe dann halt einfach mit ihm zusammen ein Video gedreht und war dann zu dem Zeitpunkt in Bonn. Hab ihr dann einfach geschrieben, ey, yo, hast du Bock, dich zu treffen? Das war 2 Wochen, nachdem wir Schluss gemacht hatten. Sie meint nein. Dann meinte sie, ey, kann ich wenigstens meine Klamotten bei dir abholen? Hab die Sachen dazu mal abgeholt. Wir haben uns verabschiedet, wir haben uns umarmt, da war eigentlich jetzt irgendwie nichts Komisches dran, also ich bin jetzt nicht vor ihrer Haustür gespawnt oder ich habe Sturm geklingelt oder so. Ich respektiere auch ihre Eltern sehr, von daher hätte ich sowas niemals gemacht. Okay, in der Schule auftauchen ist schon ein bisschen weird, muss man sagen, aber jetzt auch nicht vor der Haustür spawnen, also das ist schon noch ein kleiner Unterschied. Aber auch hier könnte Berki halt einfach das mit der Haustür komplett weglassen und die Schulstory ist einfach eine komplett andere Story. Da müssen wir halt auch wieder nochmal auf Snipskas Reaktion warten. Es wirkt aber, to be honest, schon so ein bisschen so, als wäre das eine ganz normale Jugendbeziehung gewesen, in der halt sowas Dummes, Cringes einfach mal passiert. Gerade weil beide Influencer sind, macht das das Ganze noch schlimmer. Wir wissen alle, was Fame mit jungen Leuten macht und dann sind sie noch zusammen. Ja, passiert halt. Aber bei dem Finanzamt-Thema nimmt er sie schon wirklich gut hops. Also zu dem Punkt mit dem Finanzamt, wenn man den Tweet sieht, den sie gepostet hat von mir und den Kontext sieht, also unter was ich das gepostet habe, im Endeffekt, das war so eine Streamerin, die hatte irgendwie 3000 Euro private Schulden und sie hat dann einen Stream gemacht, wo sie 3500 Euro Spenden bekommen hat und einer hat das auf Twitter gepostet und hat irgendwie drunter geschrieben, ey yo, wie krass ist es, dass Influencer irgendwie durch einen Stream 3500 Euro machen. Habe ich auf Stroke geschrieben, 11.000 Euro Finanzamtschulden, wer will mir helfen, so. Das war obvious. Ja, was soll ich euch sagen, da hat Snipska halt einfach mal komplett frech den Kontext entfernt, um ihn halt Pleite zu framen und das geht halt wirklich gar nicht in Ordnung. Das kann sie auch nicht irgendwie noch verargumentieren oder irgendwie rechtfertigen, das ist ein ganz klarer Punkt für Berki und das nimmt auch so ein bisschen, finde ich persönlich, schon die Glaubwürdigkeit von Snipska in den anderen Punkten. Bei dem nächsten Punkt, also seinem Werbevideo auf Montes und Snipskas Nacken, scheißt er dafür aber mal wieder komplett rein und nimmt direkt seinen Vertrauensgewinn wieder weg. Aktuellen Zeit ein Thema, was im Umlauf war, worauf ich aber gar keinen Einfluss hatte. Also Monte und Alena, die beiden wurden im Stadion gesichtet und dann haben irgendwelche Influencer YouTube-Videos darüber gemacht, also John Broke, waren noch ein paar andere und ich habe im Endeffekt einfach nur diese 3 Thumbnails genommen und ich sage sogar in diesem Video, ey yo, es juckt mich gar nicht mehr, ich mache meinen Store. Also ich habe einfach eine aktuelle Thematik genommen, in den Videos wurde ich ja auch erwähnt, das heißt, ich habe eigentlich auch irgendwo das Recht, mich da auch zu äußern. Ich habe das Video genommen, habe gesagt, ey, es juckt mich nicht, ich mache meinen neuen Store, das war's. Also ich check da nicht, was da irgendwie, ich bin jetzt nicht dadurch reich geworden. Ich habe jetzt kein Lambo von meiner Haustür wie Monte so. Es ging übrigens um dieses Video. Mit Monte gerade, ich höre aktuell Themen. Ich sag dir ehrlich, was geht da? Ich habe gar keinen Kopf dafür. Weißt du warum, Bro? Warum, Bro? Schau mal darauf. Nächste Woche zieht Snoozy um, Bro. Wohin, Bruder? Was neuer laufst du? Neuer Store und so. Wie neuer Store? Wohin, neuer Bro? Wohin, Bro?
Die Sache mit Monte ist gegessen, Bruder. So. Juckt mich nicht. Es ist wirklich obvious, dass er den Hype um Monte und seine Ex-Freundin ausnutzen wollte, um seinen Klamottenstore zu bewerben. Das hat hier halt wirklich gar nichts mit irgendeinem Statement zu tun, was er abgeben wollte zu der Sache, weil er betroffen ist, oder irgendwie was damit zu tun, dass er irgendwie das Recht hat, sich dazu zu äußern. Jeder Vollidiot erkennt hier halt wirklich, dass es nur um Marketing für seinen scheiß Store da geht. Und nur weil das Video halt gefloppt ist und er dadurch nicht reich wurde, hat das halt überhaupt nichts an der Intention des Videos zu ändern. Also hätte er trotzdem das Ganze noch aus dem gleichen Grund gemacht, wie wenn das Ganze halt durch die Decke gegangen wäre. Also hier tatsächlich dann im Gegenteil zu dem Punkt davor ein ganz klarer Punkt für Snipska. Aber jetzt geht es um den wirklich spannenden Teil, und zwar die ganze Background-Story um Monte und was wirklich passiert sein soll. Angefangen soll es hiermit haben. Fangen wir mal an. April 22 war das. Wir waren auf dem Boxkampf-Event und 2 Monate danach haben wir Schluss gemacht. Also im Juni. 2 Monate danach haben wir Schluss gemacht. Im Guten sind wir auseinandergegangen. Im Guten, ich wurde blockiert. Eine Woche danach, dann wurde mir von anderen Kollegen rum erzählt, dass sie scheiße über mich redet. Von anderen Influencer-Kollegen. Also ich musste mich für Sachen rechtfertigen, die ich angeblich gemacht haben soll. Ich habe mit denen einfach geredet. So eine halbe Stunde. Irgendwann kommt der Typ zu mir und sagt, ey yo, ich dachte, du bist voll der Bastard, weil Alena übelst viel Kacke über dich erzählt, aber du bist voll korrekt, Bruder. So ein Ding war das. Und ich musste dann eine Stunde mit dem reden und sagen, ey yo, so und so war das. Das war gar nicht so, wie sie es darstellt. Und er hat es auch oft nachvollziehen können, so. Ich sag ehrlich, das klingt halt wieder nach der nächsten wirklich ekelhaften Schlammschlacht zwischen Ex-Partnern und YouTubern. Es soll keine Schlammschlacht werden. Ach so, okay, also dann doch keine Schlammschlacht. Sagt er und haut dann einfach 16 Minuten privateste Details über Monte und Snipska raus. Die halt zum Teil nicht mal was mit der Sache zu tun haben, nur um Snipska zu schaden, beziehungsweise sich halt ein schlechtes Licht zu rücken. Da gab es auch noch so eine andere Debatte mit einem anderen Streamer, wo ich meiner Meinung nach recht habe, aber ich möchte da keinen Namen mit einbeziehen, so unnötig. Ja, Bro, warum erwähnst du es denn bitte, wenn du es nicht ausführst und es komplett unnötig ist? Hä? Der unabhängige Zuschauer, also zum Beispiel ich, bekommt dadurch wirklich das Bild, dass Snipska irgendwie mit einem anderen Streamer fremdgegangen wäre, beziehungsweise halt auf jeden Fall irgendwas Krasses verkackt hätte, aber Berki will darüber nicht reden, weil er so ein Ehrenmann ist. Ey, wirklich, wenn ich irgendwann mal euch sage, dass ich mit irgendeiner Influencerin zusammenkomme, dann bitte fahrt zu mir und schlagt mir in die Fresse, ich sag's euch wirklich ehrlich. Das ist doch einfach nur noch wirklich bodenlos, was in den letzten Monaten auf YouTube passiert. Und was aus alten Beziehungen und Freundschaften an die Öffentlichkeit gebracht wird, was wirklich nichts an der Öffentlichkeit zu suchen hat. Die kennen wirklich alle die Worte Intimsphäre und Privatsphäre nicht mehr. Danach erzählt er relativ lange im Video ziemlich belangloses Zeug, also quasi, dass er nur seinen Frieden wollte, er sie in Clubs reingebracht hat, obwohl sie minderjährig war, krasser Flex, nicht, dass sie sich dann in irgendeinem Club für ihr hassendes, hasserfülltes Verhalten entschuldigt hätte und er sogar extra mit Twitch aufgehört hätte, damit sie da in Ruhe weiter streamen könnte, also wieder mal, er ist der absolute Ehrenmann. Sie fragt mich nach Schuhen, okay? Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch einen Geschäftspartner und ich habe ihr gesagt, okay, kein Problem, ich kann sie dir nicht schenken, aber ich kann sie dir für den billigsten Preis geben, meinen Einkaufspreis. Aber, damit ich mich vor meinen Partnern rechtfertigen kann, mach einfach eine Instagram-Story. Also, du hast ja ein bisschen Reichweite, mach einfach eine Instagram-Story auf korrekt. Ich habe ihr einen Jordan 4er Blank Canvas, das ist so ein weißer Jordan 4er, zu dem Zeitpunkt für 240 Euro gegeben. Marktpreis war so knapp 400, 500. Die Story, die sie posten sollte, kam leider nie online. Tja, wenn das stimmt, ist es halt wirklich überhaupt nicht korrekt. Sich dann Abmachungen halten sollte halt schon für jeden wirklich das Minimum sein. Aber wie sie sich dann angeblich gerechtfertigt habe dafür, ist wirklich komplett bodenlos. Also, sie hat gesagt, ich soll aufhören zu versuchen, mich bei ihr hochzuziehen, weil ich gesagt habe, du hast vergessen, die Story zu posten. Ha, ha, ha. Also, ich habe das lustig gemeint. Sie meinte, sie hat aktuell 10.000 bis 20.000 Story-Views durch Monte und sie sieht diese Kooperation ohne weiteres Entgegenkommen nicht ein. Jane, Bruder, wer bist du? Ich küsse dein Herz. Also das ist halt wirklich Peak-Unsympathie. Also zumindest, wenn sie das wirklich gesagt hat, was ich mir allerdings schon ein bisschen vorstellen kann, wenn sie halt so einen Höhenflug bekommen hat. Und den hat sie ja wahrscheinlich schon bekommen, alleine dadurch, dass sie mit Monte halt irgendwie einen engeren Kontakt hatte und auf einmal halt viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber was er dann noch gesagt hat, ist wirklich krass. Dann wurde mir erzählt, das ist jetzt ein Gerücht, was in, also da habe ich auch keine Beweise dafür, bin ich euch ehrlich, aber mir wurde erzählt, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo die in München waren beim Illegalica, da war sie auch noch 17, da hat sie in einem Hotelzimmer von irgendjemandem gepennt und sie wollte da nicht pennen und da hat Monte ihr ein Hotelzimmer, glaube ich, gebucht oder sein altes Hotelzimmer gegeben und sie sind zusammen im Auto ins Hotelzimmer gefahren. Was da passiert ist, weiß ich nicht. Mir wurden Sachen erzählt, ich habe mit ihr geredet, sie stellt es ganz anders dar, Monte stellt es auch ganz anders dar, privat. Aber für mich war das dann halt der Punkt, wo ich gesagt habe, oh krass. Digga, wenn das ein scheiß Gerücht ist und du es nicht wirklich genau weißt, dann halt entweder deine Fresse oder finde halt die Wahrheit wirklich sicher raus mit Beweisen. Ich bin halt wirklich extrem allergisch auf dieses Gerüchte verbreiten mit einem ganz
ganz klaren Ziel. Es ist ja klar, was er hiermit vermitteln will. Loki weiß halt genau jeder, was er damit sagen will, was er damit meint. Und noch ehrenloser wird es dann, dass er es auf einmal als Fakt darstellt. Dass eine 17-Jährige mit einem 36-jährigen Mann in ein Hotel geht, die das gebucht bekommt von ihm, ist schon ein bisschen sass. Ich küsse euer Herz, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Versetzt euch mal in meine Lage, in der Situation, das geht nicht. Ich küsse dein Herz, Bruder, du scheißt dir gerade komplett rein. Auf einmal ist es kein Gerücht mehr, auf einmal ist es ein fickter Fakt. Und er sagt sogar selbst, dass es sass sei. Bro, wie offensichtlich willst du es noch machen, ja? Es ist klar, was der Typ hier sagen will und was die Zuschauer verstehen sollen, was die beiden in einem Hotel angeblich gemacht haben sollen. Also mal ganz abgesehen davon, dass es hier eine komplett falsche Tatsachenbehauptung sein könnte bzw. wird, ist es einfach mal komplett verwerflich. Moralisch. Berki greift hier wirklich komplett in die scheiß Intimsphäre und Privatsphäre von Monte und Snipska ein und sagt dann, dass man sich mal in seine Lage versetzen soll. Was? Bruder, deine Freundin hat sich von dir getrennt. In welche Lage soll man sich denn da versetzen, bitte? Dass du das nicht erträgst, dass deine Ex-Freundin irgendwie was mit einem anderen Typen macht nach der Trennung? Okay, schrecklich, sorry, tut mir leid. Dann sehe ich auf YouTube irgendwelche Leute, KuchenTV, Alpha Kevin, die versuchen das Ganze so darzustellen, dass, als ob es in diesem Zeitraum keinen Kontakt zwischen den beiden gab. Die wollen mir erzählen, dass sie gewartet haben, bis sie 18 wurde. Das ist doch Cap. Also guck mal, während KuchenTV und Alpha Kevin das Ganze versuchen zu legitimieren, wie würdet ihr euch fühlen eigentlich, wenn eure 17-jährige Tochter mit einem 36 Jahre alten Mann in ein Hotel geht, Janne? Der, by the way, auch Multimillionär ist und irgendwo auch seine Macht ausüben kann. Wir können wirklich gerne darüber sprechen, wie man generell Beziehungen zwischen 36-Jährigen und 17-Jährigen irgendwie bewerten sollte. Ich bin da auch überhaupt kein Fan von selbst und finde es auch sehr problematisch, gerade bei sehr großen Machtgefällen. Und gerade als Vater wäre ich da auch überhaupt nicht begeistert. Aber es ist immer noch nicht mehr als ein Gerücht, ein Hörensagen, dass Monte und Snipska zusammen in ein Hotelzimmer gefahren und da halt gepennt haben, als sie 17 war. Und es ist einfach wirklich asozial, das dann als Fakt zu verkaufen und als moralische Frage aufzubauen. Berki hat ja mit dem, was er danach sagt, auch eigentlich recht, wenn es halt irgendwie ein Fakt wäre und stimmen würde. Das Machtverhältnis zwischen Monte und Snipska ist halt schon sehr groß. Ohne Montes Fame, also wenn er einfach ein random 36-jähriger Typ wäre, hätte sie ihn wahrscheinlich sicherlich nicht beachtet. Und Berki meint dazu noch, dass Snipska halt wirklich ein sehr, sehr großer Monte-Fan sei. Und dazu hat Monte sie ja wirklich nachweislich angeschrieben. Das ist halt schon schwierig, muss ich sagen. Also strafbar ist da nichts, das ist halt, wenn dann, auf moralischer Ebene zu bewerten. Aber dahinter stehen oder gut finden, kann ich das ehrlich gesagt nicht. Und auf jeden Fall auch sehr, sehr manipulativ von Monte. Wenn du in dieser Situation bist, du hast ein Lambo vor der Tür, du hast erfolgreiche Streaming-Zahlen und dann schreibst du eine 17-Jährige an, die vergeben ist, die nach einem Bild von dir gefragt hat. Aber setzt euch einfach nur in die Situation, du bist 17, du bist ein Mädchen und irgendein 36er random, der aussieht wie Monte, schreibt dir eine DM. Wie würdest du reagieren? Oder ich sitze hier und ich schwöre bei Gott, kein Mädchen würde da sagen, oh krass. Jeder würde sich denken, bäh, was ein Ekelhafter, Digga. Da hat er halt schon irgendwie einen Punkt, muss man sagen. Und er macht halt auch weiter mit dem nächsten guten Punkt und zwar einem Front gegen KuchenTV. Gerade bei dem Thema Frauen, Kuchen, ich küsse dein Herz, du sitzt da mit drei Gönnergy-Dosen in deinem Hintergrund. Das ist so, wie wenn ich Nike kritisieren würde und in einem Adidas-Jogginganzug sitze. Ich küsse dein Herz, ich schenke dir zwei Gönnergy-Dosen, Bruder. Gönn dir deinen Hack, mach dein Ding mit Monte so. Was ihr da unter euch macht, ist euer Ding so. Ich habe die Sprachnachricht gehört, Bruder, ich habe mich totgelacht. Kuchen hat in seinem Video neulich diese Audio an Monte abgespielt. Ja, ich check auch gar nicht, wie du da so ruhig bleiben kannst. So, das Ding ist, du bist bei mir am Handy seit 3 Tagen in den Trends. So, ich gucke halt da immer mal so durch, was die so schreiben. Und Junge, das triggert mich. Wenn ich irgendwann mal ein Video dazu machen soll, sag mir Bescheid. So, also die Vorwürfe. Also ich bann auch Leute bei mir im Chat, die irgendwie sagen so, ja, Monte macht sich an Minderjährige ran. Ja, wirkt halt schon ein bisschen so, als hätte er sich für diese Audio extra hingekniet für Monte. Also dass Berki Kuchen hier frontet, ist schon ziemlich verständlich, wahrscheinlich auch für Kuchen selbst. Kuchen ist halt und kann einfach nicht komplett neutral sein in dieser Debatte, was auch gar nicht als Front von mir gemeint ist, aber man hat es in der Audio, dem Video gesehen und das ist ja auch generell bekannt, dass Kuchen Monte sehr viel zu verdanken hat und deswegen ist auch klar, dass er einfach generell mehr für Monte ist. Auch wenn er versucht neutral zu sein, so komplett neutral ist halt relativ schwierig in dem Verhältnis, das die beiden haben. Naja, wenigstens hat er ein Frankfurt-Trikot an. Endlich mal die richtige Eintracht hier supporten. Dann sollen tatsächlich Berki und Monte miteinander telefoniert und sich ausgesprochen haben. Im Endeffekt hat er versucht, sich zu rechtfertigen. Ich habe ihm das Ganze nicht abgekauft. Ich habe ihm am Anfang des Gesprächs gesagt, ey Monte, ich bin kein Fan von dir. Versuche mich nicht auf deine Seite zu ziehen. Ich glaube dir einfach nicht. Ich habe meine Meinung zu dir. Ich mag dich als Person nicht. Ich habe dich davor nicht gemocht. Allein aus dem Grund, was du in der Vergangenheit schon gemacht hast mit Casino und so weiter. Das muss ich eigentlich gar nicht erwähnen. Und wir haben geredet. 1 Stunde, 2 Stunden. Er hat sich am Ende des Gesprächs, da waren noch Kollegen von mir dabei, entschuldigt für alles, das, was er gemacht hat, dass er in die DM
DMs geslidet ist und so weiter, pipapo. Erstmal natürlich super, dass die beiden das Ganze irgendwie privat klären und nicht an die Öffentlichkeit zerren wollen. Und falls es stimmt, auch super von Monte, dass er sich hier für manche Punkte entschuldigt hat. Soweit so gut. Jetzt kommt allerdings ein Punkt, der wirklich 20 Schritte zu weit geht, mindestens. Hat aber die Situation immer noch so dargestellt, als ob er gewartet hat, bis sie 18 wurde oder dass sie sich neu kennengelernt haben, als sie 18 wurde, weil er zu dem Zeitpunkt angeblich eine Freundin hatte, hatte er glaube ich auch, aber die Freundin hat ja zufälligerweise genau dann, also die sind ja genau dann zu Ende gegangen, als die mit Alena zusammengekommen ist. Junge, hackt's bei dem Typen komplett? Loki hat er einfach mal so nebenbei gerade rausgehauen, dass Monte und Simska mal zusammen waren oder zusammen sind oder halt irgendwann mal zusammengekommen sind, das hat er gesagt. Das ist crazy. Monte und Simska haben dazu nichts gesagt, in welchem Verhältnis sie stehen. Die haben nichts gesagt. Und Berki haut das raus, als wäre das irgendwie so eine Randnotiz. Also das ist einfach nur asoziales Fakt. Das greift wirklich im höchsten Maße in deren Intims- und Privatsphäre ein und ist wirklich nur noch räudig. Also was macht man einfach nicht? Wir wissen natürlich auch hier nicht, ob das stimmt. Also wir haben keine Ahnung. Es könnte natürlich auch wieder so ein Gerüchteding sein, wie bei dem Hotel. Und ich distanziere mich natürlich auch davon und mache mir diese Aussage ganz klar nicht zu eigen. Aber abgesehen davon widerspricht er sich halt hier komplett selbst. Er kritisiert Monte dafür, dass er behauptet, Snipska mit 18 neu kennengelernt zu haben, denn als sie 17 war, habe er tatsächlich noch eine andere Freundin gehabt. Und dann will Berki das entkräften, indem er sagt, ja, aber ihr habt euch ja kurz vorher, bevor ihr dann quasi zusammengekommen seid, getrennt. Ja, Berki, du hast es erkannt, genau, dann war sie nämlich 18, als sie sich getrennt haben, du Sherlock, Alter, wirklich, wie kann man denn so lost sein? Also für mich war wirklich das Berki-Video bis zu diesem Punkt ein Auf und Ab. Man muss ihm einfach ein paar Punkte lassen und ich bin da wirklich komplett neutral bei der Sache, mir ist weder Berki noch Monte noch Snipska irgendwie wichtig oder ich bin ein Fan von irgendwem von denen, aber in anderen Punkten scheißt er halt wirklich ganz übel rein. Und ich meine es wirklich ernst, bei dieser Intimsphäre, wisst ihr, wenn es wirklich halt so um Beziehung geht, überlegt euch mal, wie es für euch wäre, wenn solche Informationen über euch irgendwie in die Öffentlichkeit kommen, obwohl ihr euch halt wirklich Mühe gebt, dass das nicht passiert. Also, zumindest dafür ist meine Sympathie Berki gegenüber halt wirklich komplett verloren gegangen. Was da im Hintergrund passiert ist, weiß man ja nicht. Nach dem Tweet hat aber auch Alena mir geschrieben und ich zitiere jetzt, wie viel möchtest du dafür, dass du diesen Tweet löschst? Ich dachte mir so, Digga, wie tief musst du wirklich nehmen, Bruder? Das ist krank. Ich habe nicht darauf reagiert. Sie hat zurückgezogen die Nachricht und zwei Tage später kam dann eine Entschuldigung von ihr und sie wollte ein Gespräch suchen, aus dem Nichts. Ob es da einen Einfluss von Montes Seite gab, weiß ich nicht. Ich habe mit Montes davor geredet, aus dem Nichts. Ein Mädchen, was sich nicht einmal bei mir entschuldigt hat, nachdem wir Schluss gemacht haben, für die Sachen, die sie getan hat, dreht auf einmal die ganze Situation um und entschuldigt sich für alles und sagt, dass sie jetzt auf einmal übelst reif geworden ist und dass sie aus ihren Fehlern gelernt hat. Ja, Einfluss Monte, ne? Kaum hängt sie mit Monte ab und auf einmal wollen die mir Geld anbieten, dass ich irgendwas runternehme. Ja gut, falls das stimmt, ist das halt wirklich schon sehr peinlich von Snipska, kann man nicht anders sagen, aber halt genauso wieder von Berki. Denn was hat denn jetzt Monte wieder damit zu tun? Ja, er bringt Monte halt wirklich in Sachen rein, wo Monte einfach überhaupt nicht richtig hingehört. Monte ist hier fehl am Platz, er hat nichts mit der Sache zu tun, wenn Snipska dir Geld anbietet. Also ich finde, da zum Beispiel merkt man richtig so die Eifersucht und den Hass von Berki gegen Monte. Und beim letzten Punkt scheißt Berki dann final auch nochmal richtig rein. Also ich check den Punkt, warum die mich dafür kritisieren, weil die sagen ja, ey, ich habe ja gesagt, dass eigentlich alles geklärt war in dem Video auf TikTok, aber habe dann im Nachhinein trotzdem einen Podcast gemacht und zu dem Podcast kann ich einfach ganz normale Erklärungen abgeben. Ich habe den Podcast mit der Ex-Freundin von einem Kollegen von mir gedreht. Es war ein Podcast über Liebe, weil sie Liebe-Content macht, also allgemein auf TikTok, die erzählt halt irgendwas über Liebe und so weiter. Hab mich gefragt, ob ich als Gast bei ihrem im Podcast, in ihrem ersten Podcast mit dabei sein kann. Ich habe es gemacht, wir haben 2 Stunden über alles mögliche geredet, Gott und die Welt. Sie hat halt im Endeffekt nur den Part mit Monte genommen, so zurechtgeschnitten, hochgeladen, ist es viral gegangen. Ich habe damit keinen Cent verdient. Der Podcast kam auch nie online. Das heißt, ich stehe gerade so da, als ob ich einfach nur darüber geredet habe, aber ich habe eigentlich über mein ganzes Leben geredet. Und dieser Vorwurf mit, ey, yo, ich mache das, um irgendwie Reichweite aufzubauen oder sonst was. Bruder, ich küsse dein Herz. Wenn ich das, der, ich werde das ganz anders eingegangen. Ich bin kein dummer Mensch. Ich weiß, wie Marketing funktioniert. Todeslost. Er kritisiert Alena vorher im Video dafür, dass sie ihn hin und wieder mal im Stream erwähnt hat, obwohl sie ausgemacht hatten, dass sie nichts mehr öffentlich gegeneinander posten sollen. Und aus dem Nichts schicken mir irgendwelche Leute Clips, wo sie onstream über mich redet, okay? Also sie erzählt einfach, ey, yo, mein Ex-Freund war voll der schlechte Einfluss auf mich, der hat immer Snooze genommen und bla bla bla. Ich war dann halt irgendwie, also ich fand es ein bisschen komisch. Ich habe sie angeschrieben, ich meinte, ey, yo, finde ich nicht korrekt. Wir haben gesagt, dass wir öffentlich nicht darüber reden. Dicker, und was macht er? Ja, erstmal ein Podcast, was denn auch sonst? Und alles schön und gut, dass es nicht korrekt gelaufen ist mit dem Podcast, aber trotzdem hat er sich ja dazu entschlossen, über Monte und Sipska zu reden in dem Video. Aber trotzdem,
trotzdem hat er sich ja aktiv dazu entschlossen, über Monte und Snipska zu sprechen, egal ob das jetzt 2 Stunden lang war oder 10 Minuten lang. Er hat genauso gegen diese Abmachung verstoßen und labert dann irgendwas davon, dass er das ja nicht für Promo gemacht hatte. Genau, ja, stimmt. Genauso wie er das Werbevideo am Anfang überhaupt gar nicht für Promo gemacht haben will. Also wieder mal super peinlich einfach. Und das war tatsächlich sein gesamtes Statement. Ich bin sehr erschrocken, dass das Ganze nur 5.000, 6.000 Aufrufe hat, obwohl das ganze sonstige Thema halt so wirklich krass viral geht, vor allem auf Twitter. Und trotzdem interessiert irgendwie sein Statement kein Schwanz. Ich weiß nicht, ob da irgendwie im Hintergrund so Warnungen ausgesprochen wurden oder so, zu mir nicht. Zu mir hat keiner was gesagt, also mache ich dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe das Video so ein bisschen auseinandergenommen. Ich glaube, es wird jetzt so ein bisschen klarer, auch mit den Hintergrundinfos, die ich noch mit reingebracht habe, wie die Aussagen einzeln zu bewerten sind. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, neutral zu sein. Das ist einfach meine Sicht, wie ich schon gesagt habe, als unabhängiger Zuschauer. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wirklich über ein Abo und Like freuen. Schaut auch gerne auf meinen anderen Social Media Plattformen vorbei. Twitch, Instagram ist alles verlinkt. Vielen Dank dafür. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, wie seht ihr die ganze Sache? Bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Leben. Haut rein und ciao.